Ich weiß, ich habe diese Geschichte schon öfter rausgeholt, aber ich erzähle sie immer gerne wieder. Ich habe hier ein neues Cremissimo, und zwar das Strawberry Cheesecake. Das ist ganz neu und das schauen wir uns jetzt hier an. Und die Geschichte ist nicht, dass ich jetzt hier ein neues Cremissimo habe, sondern dass ich mich immer wieder freue, wenn ich ein neues Cremissimo habe. Aber nicht, weil es Cremissimo ist, also doch auch, aber hauptsächlich, weil dieser YouTube-Kanal damals mit Eis-Videos angefangen hat, vor vielen, vielen Jahren, Äonen sind es schon fast. Ich glaube, über eine Dekade ist es schon. Und Ben und Jerry war zuerst und dann kam Cremissimo. Also Cremissimo ist quasi so von Anfang an bei diesem Kanal dabei. Deswegen freue ich mich immer wieder. 3,49 Euro. Sie haben die Preise inzwischen auch erhöht. Kriegt man auch immer wieder im Angebot. Wir haben es aber einfach so geholt. Strawberry Cheesecake, löffelzarter Genuss mit feinen Butterkekstückchen. Ich freue mich drauf. Es gab zuletzt das Cremissimo Sachertorte. Das war ganz okay. Dann gab es aber, glaube ich, noch irgendein Cremissimo. Gab es irgendein veganes? Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Jedenfalls, das Sachertorte war ganz in Ordnung. Und die davor, da gab es ja noch eins mit Karamell. Das war, und ich bin dann letztlich immer so nach wie vor Tiramisu Walnuss bisher ungeschlagen. Strawberry Cheesecake hat das Potenzial, hier besser zu sein. Deswegen schauen wir uns da, was heißt besser oder auch sehr geil zu sein. Deswegen schauen wir da mal drauf. Ja, da haben wir das Teil. Sieht irgendwie stylisch aus mit diesem, das soll so Schiefercharakter sein. Als ob dann darauf quasi Kuchen angerichtet ist. Sieht ganz nett aus irgendwie. Der Inhalt ist aber wenigstens noch gleich geblieben. Den haben sie nicht einfach schrumpfen lassen. Stattdessen haben sie es teurer gemacht. Finde ich ehrlich gesagt besser. Und ist sogar relativ viel Cremissimo. 513 Gramm, meistens ist es ein bisschen weniger. 900 Milliliter, also das Volumen ist gleich. Wir haben ein Eis mit Frischkäse und Eis mit Keksgeschmack. Also einmal Eis mit Frischkäse und ein Eis mit Keksgeschmack mit Erdbeersoße. Also Keksgeschmack bedeutet, dass jetzt nicht Kekse im Eis selbst drin sind, sondern oben in Form von Butterkeksen ist ein Topping drauf, dazu die Erdbeersoße. Entrahmte Milch, Zucker, Frischkäse ist tatsächlich sogar 14% drin, gar nicht so schlecht. Gar nicht so wenig. Zucker, Glucose, Fructosesirup, genau, Kokosfett, ich wollte es gerade sagen, ist ja auch noch drin. Erdbeerpüree 2% und die üblichen Verdächtigen. 197 Kilokalorien, es gibt Cremismus, die ja mehr umdrehen, hätte ich jetzt auch gedacht, dass ein bisschen mehr drin ist. 3,3 Gramm Eiweiß, Zucker 24 Gramm und 6,8 Gramm Fett. Und jetzt gucken wir da als erstes mal drauf. Oh, ja, das sieht richtig fein aus. Hier oben dann diese Butterkekstückchen. Die Erdbeersoße, die halt eher so eine Art Erdbeerwassereis ist, weil das meistens relativ fest ist. Wobei hier bei der Sorte sieht es ein bisschen mittelflüssig aus. Es riecht sehr gut nach Erdbeeraroma zwar, muss ich sagen, aber schon mal richtig schön. Und ich finde die Optik, die passt auch richtig gut. Ja, hier sieht man jetzt auch gut das zweigeteilte Eis. Das ist dann hier vielleicht so Eis mit Keksgeschmack. Dann, ja, wobei, vielleicht ist das irgendwie so ein bisschen durchstrudelt. Hier sieht man es ein bisschen besser. Frischkäse-Eis, Eis mit Keksgeschmack, dann so ein bisschen eingefärbt. Hier die Erdbeersoße, die sich auch so ein bisschen durch das Eis durchzieht. Es riecht tatsächlich, es erinnert mich an irgendwas. Es hat jedenfalls einen guten Erdbeergeruch und es riecht auch so leicht nach Frischkäse. Und ja, jetzt muss es nur noch schmecken. Ah, oh, hier die angetauten Teile immer. Oh, super. Und da sieht man dann auch diese luftige Konsistenz. Ich liebe es, wenn Cremissimo Eis im Becher anliegt und man das dann umdreht und das schnabuliert. Das ist einfach das Beste. Schnabulieren. Ich glaube, das habe ich schon ewig nicht mehr benutzt, das Wort. Ich schnabuliere jetzt das Eis. Also, ich probiere jetzt hier mal was von diesem angetauten Rand. Das müsste jetzt Keksgeschmack sein. Ah, das schmeckt mir sehr gut. Es ist ziemlich süß. Sehr, sehr süß. Da ist so eine leicht keksige Note. Doch, aber schmeckt mir. Es geht so ein bisschen, wie soll ich sagen? Also es schmeckt nicht original wie Butterkeks, aber ich merke, dass es in die Richtung geht. Es ist mir tatsächlich vielleicht ein Ticken zu süß. Ich meine es ganz ehrlich, ich finde irgendwie die Süße kommt ja sehr gut durch, also sehr stark durch. Jetzt wollen wir mal schauen, dass ich hier dieses Frischkäse-Eis abbekomme. Auch sehr lecker. Mhm. Das hat so eine leicht säuerliche Note. Könnte aber auch so ein bisschen von dem Erdbeersoße gewesen sein, die ich hier hatte. Das erinnert an irgendwas erinnert mich das. Es erinnert mich an irgendein anderes Eis, was so ähnlich geschmeckt hat. Ich finde das lecker. Ich finde es wirklich super. Es schmeckt jetzt nicht so krass wie so ein richtiger Cheesecake, so vollmundig. Ich glaube, die Kamera war ein bisschen schief. So ganz voll. Oh, jetzt ist sie wieder schief.
so richtig vollmundig und fettig, sage ich jetzt mal. Das jetzt nicht. Aber doch toll. Ich kann es euch nicht sagen, es gab mal ein Eis, das hat irgendwie so ähnlich geschmeckt. Ich weiß nicht, ob es ein Stieleis war, aber irgendwie kommt dieses Frisch-Käse-Käsekuchen-Aroma mir irgendwie bekannt vor. Ein sehr, sehr leckeres Cremissimo. Jetzt nehmen wir mal oben so die Butterkeksbrösel mit ein bisschen Erdbeersoße. Ja, ist natürlich weich, für die Deko schön. Die Erdbeersoße ist intensiv. Man hat aber auch immer so ein bisschen Erdbeersoße im Eis drin, weil es so ein bisschen runtergezogen ist. Doch, ein sehr leckeres Cremissimo. Also ihr solltet jetzt hier nicht den krassesten Frischkäse-Geschmack erwarten. Ist so ein bisschen dezent, aber ich finde, man schmeckt es und man merkt eben auch dieses, was an Keks erinnern soll, an Boden vielleicht, Butterkeks. Ja, also für mich wirklich sehr lecker. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob es an die grandiosen Walnüsse und Tiramisu drankommt, aber auf jeden Fall eins der leckersten Cremissimo. Von daher, probiert es gerne aus. Cremissimo Strawberry Cheesecake. Und ihr dürft mir jetzt mal gerne euer liebstes Cremissimo in die Kommentare schreiben. Und dann sage ich danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.